Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute schauen wir uns mal gemeinsam das Smart Home System von Xiaomi an. Wie das Ganze funktioniert, erfahrt ihr gleich. Viel Spaß! So, erstmal riesen Dank an Xiaomi, die mir das Ganze hier zur Verfügung gestellt haben. Was war dabei? Was habe ich hier bekommen in diesem Paket? Einmal diesen kleinen Fensterkontakt bzw. Türkontakt mit dem kleinen zugehörigen Magnet. Ihr seht's. Genau. Ich kann es euch hier auch nochmal zeigen. Sobald man praktisch der Kontakt hergestellt ist, leuchtet die blaue LED kurz. Zack, wieder weg. Ihr seht schon. Was ist noch dabei im Lieferumfang? Einmal dieser Smart Button. Per Smart Button kann man verschiedene Sachen konfigurieren in seinem Smart Home System sozusagen, in der ganzen Anlage. Ich habe das jetzt gerade hier getriggert, eben als Lichtanschalter praktisch bei der Bridge. Kommen wir nun auch schon zur Bridge. Was ist die Bridge oder das Gateway? Das steckt ihr eigentlich direkt in eure Steckdose rein. Bisschen schade, muss ich gleich am Anfang sagen, ist, dass das Ganze hier leider nur mit diesem Anschluss geliefert wird und nicht europäisch bis jetzt. Und ja, was braucht ihr dafür? Einfach eine kleine Steckdose, ist jetzt nicht tragisch. Ich finde, es sieht sogar relativ cool aus, wenn es dann hier so leicht praktisch aus der Wand steht. Ich habe es aus der Wand stehen, so als Nachtlicht vor allem gerade nutze ich es eben. Und eben als Lichtsignal, wenn jemand bei mir in die Tür kommt. Das Ganze ist super einfach ja, zu installieren. Die Kontakte, also einmal die Fensterkontakte und die Smart Buttons oder eben andere Geräte hier, die werden per Knopfzelle betrieben. Die Batterie soll um ein Jahr lang rumhalten, was ich relativ lang finde und auch völlig in Ordnung. Zu jedem dieser Geräte hier, die irgendwo angebracht werden, eben auch wie dieser Smart Button, man sieht schon hier auch eine Folie, werden noch zusätzlich, wo haben wir es? Genau hier. Ich habe es jetzt mal passend gerade für den Fensterkontakt hier dabei. Werden diese kleinen Klebestreifen mitgeliefert. Ihr seht schon, es passt dann praktisch genau auf die Rückseite und ja, ist auf jeden Fall super einfach dann an der Tür anzubringen. Wie das Ganze funktioniert, würde ich sagen, schauen wir uns mal noch kurz an. Die Einrichtung ist relativ ja, intuitiv eigentlich. Es wird einem auch alles super erklärt. Als erstes geht ihr natürlich in den App Store und downloadet euch die Mi Home App. Hier sehen wir jetzt all meine Geräte, auch die Yeelight Color Bulbs, also die per WLAN steuerbaren Glühbirnen, die habe ich auch euch schon mal vorgestellt, findet ihr hier nochmal verlinkt in einem Video. Die sind natürlich da auch per App steuerbar und ihr könnt die eigentliche Yeelight App eigentlich völlig löschen, was super praktisch ist. Ihr seht, ich habe jetzt hier installiert das Gateway, integrierter Lautsprecher ist übrigens auch noch dabei. Radiosender kann man bis jetzt hier nur chinesische wählen. Ist natürlich für mich unbrauchbar, aber an sich cool und ich denke, da wird sich auch in Zukunft noch einiges tun. Sonst, was hat die Bridge noch integriert? Kurz am Rande nochmal diesen leuchtenden Lichtring und über die Bridge selbst laufen praktisch die ganzen anderen Geräte, die man eben einbindet. Wie jetzt hier zum Beispiel als Beispiel der Smart Switch und die Fensterkontakte. Hier, ihr seht, Gateway, Door and Window Sensor, wie ich schon angesprochen hatte, und Wireless Switch. Device Offline steht jetzt hier dran bei Door and Window Sensor. Ich habe ihn ja gerade auch hier liegen. Andernfalls seht ihr hier noch den Wireless Switch. Der ist auch als Online aktiviert. Ups, wo haben wir ihn denn jetzt gerade hingelegt? Da hinten liegt er hinter meinem Handy, genau. Also ihr seht, der funktioniert auch problemlos und wirklich zuverlässig. Wenn ihr denn jetzt ein neues Gerät hinzufügen wollt, dann geht ihr einfach hier oben auf Plus, Add Device. Und schon könnt ihr einfach auswählen, welches Gerät ihr hinzufügen wollt. Ich denke, das Ganze ist selbsterklärend. Ich wollte euch einfach mal nur einen kleinen Einblick in die App geben und zeigen, was man denn alles damit machen kann. Zum einen kann man sich praktisch eine Benachrichtigung aufs Handy senden lassen, sobald eine Tür oder ein Fenster eben geöffnet wird, je nachdem, wo man den Kontakt einsetzt, also wie so ein kleines Sicherheitssystem. Finde ich super praktisch. Wie gesagt, ich habe es schon kurz angesprochen, ich habe das Ganze hier jetzt mit einem Leuchtsignal verbunden. Das heißt, bei mir unten ist ein Kontakt installiert. Immer wenn jemand meine Tür öffnet, dann geht kurz meine Yeelight
Birne kurz an praktisch, leuchtet für 15 Sekunden und ich weiß schon direkt, es kommt jemand bei mir in die Einliegerwohnung rein, von oben sozusagen. Ist praktisch auf jeden Fall und ja, gibt natürlich 1000 Anwendungsmöglichkeiten. Man kann genauso gut sich das hier an eine Tür machen, dann kann man hier über den Lautsprecher einen Ton ausgeben lassen, sobald der Kontakt eben geöffnet oder geschlossen wird. Man hat eine Zeit praktisch, wo man dann sieht, ja, wann war denn das Fenster oder die Türe geöffnet. Man hat ein Protokoll, wo alles drinsteht, von wann bis wann, geöffnet, geschlossen und so weiter. Der Smart Switch finde ich auch super praktisch, gerade wenn ihr es jetzt hier wie ich den zum Licht einschalten konfiguriert habt. Ich habe den eigentlich, also ich habe ihn jetzt extra noch nicht festgeklebt, ich hatte ihn jetzt einfach neben dem Bett liegen. Gerade wenn ich nachts im Dunkeln dann mal kurz aufstehe oder so und irgendwas zu trinken hole oder was weiß ich, dann drücke ich einmal einfach neben mich kurz hier dran. Das ist in relativ freier Raumumgebung sozusagen bei mir installiert. Das heißt, der Lichtkreis von den LEDs hier, des Gateways, der ist relativ groß und gestreut und erleuchtet dann mir den Weg. Super praktisch. Man kann natürlich auch noch die Farbe einstellen. Ich fand nur dieses Türkis jetzt relativ schön und deswegen habe ich das eingestellt. Die Intensität des Lichtkreises kann man natürlich auch beliebig anpassen. Das Ganze ist super günstig zu erwerben. Ich habe solche mal auf Gearbest in der Videobeschreibung verlinkt. Das ist auch kein Affiliate-Link. Einfach mal, weil es dort einfach am günstigsten zu erwerben ist. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr von solchen Smart Home Geräten bzw. Smart Home Anlagen, es ist ja wirklich eine ganze Anlage, dort gibt es auch einige Geräte, die noch in Zukunft kommen werden, was ihr davon haltet. Ich finde es super praktisch, vor allem gerade die Kombination mit diesen kleinen Fenster- bzw. Türkontakten, dass ihr euch einfach so kleine Trigger bauen könnt, dass wenn irgendwas passiert in eurer Nähe, dann wisst ihr sofort, was gerade passiert ist durch ein kleines Lichtsignal oder ein Tonsignal. Falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich natürlich riesig über ein Like und ein Abo freuen. Ich werde euch natürlich auch nochmal in der Videobeschreibung Felix Video zu diesem smarten Home-System verlinken. Der hat da vor 3 Wochen schon ein Video dazu gedreht. Sein Kanal findet ihr auch nochmal verlinkt in der Videobeschreibung. Wir haben gerade zusammen ein Gewinnspiel laufen für euch als kleines Dankeschön. Und wenn ihr da noch nicht mitgemacht habt, habe ich das Video natürlich auch nochmal in der Videobeschreibung für euch. Dort könnt ihr einen Amazon Echo Dot gewinnen. Also viel Erfolg und bis zum nächsten Video. Ciao!